Hallihallo, heute mal wieder ein Video für unsere Experten. Ja, Experten weshalb? Naja, nicht unbedingt Linux-Experten, aber diejenigen, die sich zum Beispiel mit exotischen Sachen wie zum Beispiel dreidimensionale technische Zeichnungen interessieren oder verwenden oder beruflich brauchen, wie ich zum Beispiel. Ne? So, jetzt gibt es natürlich PDF-Dokumente, man schickt dem Kunden PDF und es gibt nicht nur PDF, die man so drucken kann. Es gibt auch dreidimensionale PDF, das ist, zeige ich euch gleich. Gut, ich bin hier unter Ubuntu Mate. So, hier wäre jetzt zum Beispiel, ich wäre jetzt Kunde, krieg so eine PDF-Datei und kann mir die direkt so angucken. Ja, zum Beispiel im Adobe Reader, den es auch noch für Linux gibt in bestimmten Versionen. Und diese 3D-PDF-Dateien kann man drehen, ne? Das ist nicht nur zum Drucken. Da hat natürlich Sicherheitsrisiken, diese alte Adobe Reader-Version zu nutzen, aber scheint hier der einzige Weg zu sein, das überhaupt noch zu nutzen. Also, dreidimensionale CAD-Datei, was ist das denn? Seht ihr gleich. Das dauert hier jetzt einen Moment, ne? Meine CPU muss ja jetzt ein bisschen schaffen. Dann erscheint hier noch so ein kleines Menü und man kann tatsächlich den Inhalt der PDF-Datei drehen. Ja. Das ist jetzt, also ist jetzt kein Trick oder so, nee, das ist jetzt wirklich so. Ne? Also da drin kann ein dreidimensionales Modell sich befinden in einer PDF-Datei, sodass der Kunde, der überhaupt kein Computer-Aided Design, also kein technisches Zeichenprogramm hat, sich ein dreidimensionales Modell anschauen kann. So. Warum mache ich das? Weil das dann halt unter Linux nicht immer unbedingt betrachtbar ist, zumindest nicht unter den Standardbetrachtern, die so dabei sind. Ja, gut, hier nochmal ein bisschen rumgespielt. Man kann ja dann auch mit der PDF-Datei, ne, ohne dass man jetzt ein CAD-Programm hat, Licht und Schatten noch einstellen. Das ist eine schöne Sache, dass man da noch ein bisschen was einstellen kann. Und man kann hier diverse Optionen einstellen, transparent zum Beispiel, ich kann jetzt durchgucken durch das Ding, kann mir mal anschauen, was da so drin ist in dem, ja, hier in dem Fernglas zum Beispiel. Ne? Das könnte jetzt, wie gesagt, für Konstrukteure, so wie mich, mal ganz interessant sein, sowas zu haben, den Kunden mitzugeben, damit man dem, obwohl er überhaupt kein Computerprogramm hat, mit dem man dreidimensionale Computeranimationen sich anschauen kann. Einfach eine PDF, ne? PDF-Betrachter hat normalerweise jeder. Und die Windows-Welt hat halt den Adobe Reader. Gut, und wie war das hier? Dann kriegte ich da nicht zu Gange, weil gab es nicht für Linux erstmal einen 3D-PDF-Betrachter. Bin dann gestoßen auf wikiubuntuusers.de. Es gibt noch den Adobe Reader für Linux in der 386er Version, also 32-Bit, und habe dann diese gefunden dank eines Links auf ubuntuusers.de. Link hänge ich an und man kann dann tatsächlich diese DIP-Datei noch installieren. Ja, wie gesagt, muss man dann vertrauen, Sicherheitsrisiken mit Adobe Reader ist eine Geschichte für sich. Aber man will es ja zu Gange kriegen. Ne? Wäre ich jetzt zum Beispiel ein Kunde und müsste mir das unbedingt anschauen, ich hätte nur Linux, wäre das jetzt mal der Weg der Wahl. Gerne könnt ihr mir auch mal schreiben, ob es mittlerweile alternative Open-Source-Programme gibt, die in der Lage sind, 3D-PDFs zu betrachten. Ne? Also ich hätte da gerne mal Vorschläge, ne? Vorschläge, damit wir hier nicht unbedingt diesen älteren Adobe Reader nehmen müssen. About, das ist hier die 9er Version 9.5, ne? Ist also nicht unbedingt das Neueste. So, wie gesagt, da wartet man so ein bisschen, kann sich die 3D-CAD-Dateien als Kunde anschauen, als Architekt vielleicht oder wie auch immer, unabhängig vom CAD-Programm, also von dem Programm, mit dem es ursprünglich mal gezeichnet wurde, ne? Illustration, dann sieht es so ein bisschen aus wie im Comics, ja, wie gesagt, da kann man so ein bisschen mit Spielen dann sich alles anschauen, obwohl man selber kein technischer Zeichner ist oder ähnliches und man kann sich da, wie gesagt, dann Teile davon ausdrucken, ne? In der Ansicht, wo man gerade ist,
Tipp-Alt-Taste drücken. Ja, also normalerweise in dem Adobe. Und dann kann man das alles so ein bisschen verschieben. Wie gesagt, das ist eine feine Sache. Da habe ich mich gefragt, gibt es das auch für Linux? Wie gesagt, hier Workaround noch im Moment, dass man dort Steuerungstaste ist es. Ja, unter Linux geht das gut, weil die Alt-Taste anders belegt ist. Ne? Alt ist zum Verschieben der Fenster normalerweise. Steuerungstaste drücken beim Zoomen und dann kann man sich da so ran. Also wie gesagt, deshalb war ich da interessiert, da mal zu gucken, kriegen wir es auch irgendwie hin. Unter Linux gibt es also wie gesagt im Moment noch die alte Adobe-Version, Adobe Reader, damit man da mal reingucken kann, bis einem die Feder aus dem Hut springt. So, das wollte ich nur kurz angemerkt haben, das macht mir jetzt Spaß. Wie gesagt, wenn ihr ein alternatives Programm kennt für Linux, Open Source, das auch 3D-Cut-Dateien ansehen kann, bitte posten, tät mich mal faszinieren. Ich hoffe, hier mitgeholfen zu haben. Von daher mit freundlichen Grüßen und tschüss.